Ich wünsche allen einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zurück zu Portal. So, beim letzten Mal haben wir uns hier durch diese ganzen Räume getrieben und sind ganz spannend in diesem Riesenraum mit dem kleinen Raum im Raum stehen geblieben und gucken jetzt natürlich voller Spannung, was uns hier erwartet. Was ziemlich... Tja, da sind sie. Herzlichen Glückwunsch. War es das wert? Denn trotz ihrer Gewaltbereitschaft ist ihnen bisher nur eines gelungen, mein Herz zu brechen. Seien sie damit zufrieden und wir hören einfach auf. Ist das krank. Wir wissen wohl beide, dass es so nicht laufen wird. Sie wollten es so. Jetzt gibt's eine Überraschung. Überraschung in 5, 4. Einen Moment Auszeit, das sollte nicht passieren. Sehen Sie, was da aus mir herausfiel? Was ist das? Ich bin überrascht. Das habe ich noch nie gesehen. Na egal, das Rätsel löse ich später. Alleine. Denn Sie sind dann tot. Das finde ich nicht gut. Ich würde mich nicht damit abgeben. Ich glaube, wenn Sie das berühren, wird Ihr Leben nur noch schlimmer. Das rote Telefon. Hallo. Ich will mich ja nicht einmischen, aber Sie sollten das Ding lieber in Ruhe lassen. Glauben Sie etwa, ich spiele psychologische Spielchen mit Ihnen? Also, jetzt mal im Ernst. Was ist das? Wo gehen Sie damit hin? Na gut, schön. Berühren Sie es, heben Sie es auf und stecken Sie es wieder rein. Jetzt mal ehrlich, wir wissen beide nicht, was das da ist. Legen Sie es in die Ecke. Ich kümmere mich später drum. Legen wir es hier in die Ecke. Wahrscheinlich ist das ein Behälter für Ausscheidungen. Na los, reiben Sie es doch über Ihr Gesicht. Das ist ziemlich eklig, was du da vorschlägst. Heiraten Sie das Ding doch, wenn Sie es so sehr lieben. Wollen Sie es heiraten? Ich lasse Sie nicht. Was sagen Sie jetzt? Wo kommen wir denn da raus? Hab ich Sie belogen? In diesem Zimmer? Ernsthaft, lassen Sie es liegen. Das öffnet. Also... Ich würde jetzt einfach mal vermuten, wir müssen das Ding da nein. Ich meine es ernst. Das verrückte Ding kommt in keinem Testprotokoll vor. Lassen Sie das Ding und stehen Sie still. Tschüss. Machen Witze. Haben Sie das Aperture Science Ding, das keiner versteht, in die Aperture Science Intelligenz Notverbrennungsanlage geworfen? Habe ich getan. Das ist ja wohl das Blödeste, das je... Oh. Wow. Gute Nachrichten. Ich weiß jetzt, was das Ding, das Sie verbrannt haben, war. Es war ein Ethikkern, der installiert wurde, nachdem ich das Enrichment Center mit tödlichem Neurotoxin geflutet habe. Er sollte verhindern, dass ich sowas nochmal mache. Also ganz ruhig, während ich die Neurotoxin-Emitter aufwärme. Alles klar. Sie ist ein... Der oh Kern Gott. Hatte vielleicht weitere Zuständigkeiten. Ich kann die Turmabwehr nicht abschalten. Ah. Naja, wenn Sie meinen Rat möchten, legen Sie sich einfach vor das Geschütz. Das ist weit weniger schmerzhaft als das Neurotoxin. Na gut, machen Sie einfach weiter mit dem, einfach. Was Sie da tun. Da fällt noch sowas raus. Aus. Das Geschütz ist das bessere Mittel. Schießt das jetzt noch? Nein. Was Sie da verbrannt haben, ist mir nicht wichtig. Das ist nur die katalytische Kottanlage. Hat Schuhe für Waisen genäht. Was ist das? Super hingekriegt, sie hält. Da sind ja Zahlen drauf. Hey, sieh dir das an. Nein, das an. Das ist kein Mut, sondern Mord. Was hab ich Ihnen je getan? Uns unterscheidet, dass ich Schmerz empfinde. Also sie ist ein Computer und sie will uns töten, weil das Programm total abgefuckt ist. Und hier versucht es uns gerade mit Neurotoxin zu töten. Ich neugierig war, was sie wohl tun. Tja, das war nix. Den Teil von mir haben sie zerstört. Auch wenn ich es noch so sehr möchte, kann ich das Neurotoxin leider nicht schneller in ihren Kopf kriegen. Ich Holder möchte noch betonen, dass sie alle Chancen auf Erfolg hatten. Es sollte sogar eine Party für sie geben. Eine große Party mit all ihren Freunden. So. Ich habe jetzt ihren aber. Freund Peng. Nur kommen, weil sie ihn getötet haben.
Ihre anderen Freunde konnten auch nicht kommen, weil sie keine anderen Freunde haben. Oh, 4 Minuten. Sie sind wohl sehr unbeliebt. Hier steht's ja auch in ihrer Personalakte. Unbeliebt. Von keinem gemocht. Einsame, unbeliebte Person, um die niemand trauern wird. Um die niemand trauern wird. Genauso steht es hier. Ganz formell. Ganz offiziell. Hier steht auch, sie wurden adoptiert. Das ist auch komisch. Apropos neugierig. Sind die komisch, die Dinger? Neugierig, was nach ihrem Tod passiert? Na, komm her. Tja, nein. Ich weiß es, aber sie finden es schneller heraus, als ich es erklären kann. Also spare ich mir die Mühe. Nur ein Tipp. Versuchen Sie in den nächsten 2 Minuten noch so viel zu leben, wie es noch. Neurotoxin. Tödlich. Ich ersticke. Kleiner Scherz. Alter, ist das krank. Gemeint. Ich könnte darin baden, es in mein Müsli kippen, mir in die Augen reiben. Ernsthaft, es ist gar nicht tödlich. Für mich. Sie dagegen werden seine Tödlichkeit weit weniger lustig finden. Wer backt den Kuchen, wenn ich weg bin? Sie. Das ist ja voll krass. Sie verschwenden ihre Zeit. Und sie haben wirklich nicht mehr viel zu verschwenden. 2 Minuten, ne? Das müssen wir doch schaffen. Wie viele Dinger hat die denn? Dann sollten sie mir auf keinen Fall Schaden zufügen. Ich habe ihren Gehirnscan mit Backup, falls ihnen etwas Schlimmes zustoßen sollte. Komm schon. Und das steht direkt bevor. Glauben Sie nicht? Hier, hören Sie mal. Hallo. Das sind Sie, so blöd. Gott, ich war so blöd, klinge ich gar nicht. Was ist das? Und hier auch. Sie sind nicht klug. Sie sind kein Forscher. Sie sind kein Doktor. Sie sind nicht mal Vollzeit angestellt. Was haben Sie jetzt ab? Wollen Sie etwas reden? Hier. Ich hau lieber ab. Ah, Türst du. Das rote Telefon. Alles fliegt. Oh. Alles fliegt weg und ich auch. Nein. Wir sind draußen. Oh. Wir können uns nicht bewegen. Und wir werden gezogen. Nein. Verrückt. Was war da los? Wir haben das Gerät, sie, besiegt. Anscheinend wurden nach draußen geschleudert und dann wieder hineingezogen. Und hier lagern lauter... ziemlich gruselige Geräusche und der Kuchen, der ausgemacht wurde. Also ich muss dazu sagen, dieses Geräusch mit Rutsch mache ich nicht. Tja, ich denke mal, das war's. Wunderbar. Wir haben Portal durchgespielt. Das Ende war ein bisschen merkwürdig mit diesen lustigen Geräuschen. Und hier hören wir nochmal ein schönes Lied, wo ich einfach mal drüber quatsche. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Das Spiel zu spielen hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr hattet auch viel Spaß daran. Für die, die es noch nicht kann, ich hoffe, ich konnte euch das Spiel ein bisschen näher bringen. Wenn ihr es selber spielen wollt, es gibt es natürlich auf Steam zu kaufen.
Und so wie es aussieht, werde ich wahrscheinlich noch den zweiten Teil von Portal spielen. Portal 2. Logischerweise. Okay. Jetzt hören wir drei Stimmen. Den Gesang, mich und die lustige Stimme im Hintergrund. Nein, auf jeden Fall. Ich denke, den nächsten Portal-Teil werde ich auch wieder spielen. Denn Portal ist meiner Meinung nach ein immer super schönes Spiel. Die Idee ist sehr gut. Ich finde, es hebt sich von allen anderen Spielen ziemlich ab. Einfach nur aus der Innovativität, sagt man das so? Ja. Wer jetzt hier auf jeden Fall noch zuguckt, auch nochmal danke fürs Zuschauen. Es war quasi mein erstes Single-Player-Let's-Play, was ich beendet habe. Andere Projekte laufen natürlich nebenbei auch noch. Und ja, ich würde sagen, ich lasse jetzt einfach noch den Song weiterlaufen, die lustige Rammelstimme im Hintergrund weitermachen. Und wir sehen uns beim nächsten Projekt. Portal 2 oder was anderes, wir werden sehen. In diesem Sinne, haut rein und ciao, ciao! Still alive!